Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Munzkilo, diesmal ohne LP mittlerweile. Und wir reagieren auf dumme Dinge, die ich als Kind dachte. Teil 1 von Ein Holzkopf. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und let's go! Heute in diesem Video geht es darum, wie dumm ich früher war und was ich mir früher bei manchen Dingen gedacht habe. Ja, Ich perfekt. meine, schaut euch den mal an. Ew, was ein Dummkopf. Ist halt einfach wirklich so. So als kleines Kind dachte man sich so Sachen wie, keine Ahnung, irgend so eine Kacke. Was fällt mir jetzt ein? Ja, mir fällt gerade selber gar keine richtige Geschichte ein, aber ihr kennt das, glaube ich, alle. Als Kind hat man sich so viele dumme Sachen vorgestellt. Doch eine Sache habe ich gerade so im Kopf. Damals, da war ich mit meinen Großeltern irgendwohin, in einem Auto auf jeden Fall. Irgendwo sind wir halt hingefahren, etwas längere Fahrt, waren gerade so mitten auf einer Autobahn. Und ich dachte so, ich bin in so einer Fernsehshow, also so gefühlt, ich habe so getan sozusagen. Aber halt nicht laut geredet, sondern nur so in meinem Kopf, sage ich mal. Und hab dann so alle Sachen vorgestellt, wie wirklich in so einer TV-Show, die es in einem Auto gibt. Und irgendwann bin ich bei diesem weißen Aufmachding angekommen. Und anscheinend war wohl bis zu dem Zeitpunkt in meinem Leben immer die Kindersicherung drin, sodass man die Tür dadurch nicht aufmachen kann. Und was mache ich, während wir 140 auf einer Autobahn fahren? Ich öffne die Tür. Ich öffne einfach verdammt nochmal die Tür, weil ich dachte, das wäre einfach da zum Spaß. Ich dachte, die hätten das da wirklich eingebaut, einfach so als Zeitvertreib für kleine Kinder oder sowas, dass man das einfach so bewegen kann. Ich hoffe, ihr wisst, über was ich meine. Halt dieses weiße, silberne Dings, womit man halt die Tür über den meisten Autos öffnet. Vor allem etwas ältere Autos. Heutzutage macht man das ja teilweise schon anders. Aber, ey, also damals war ich 4 oder 5 und da merkt man halt einfach wirklich, man darf Kindern nichts in die Hand geben. Die können aus allem können die eine Katastrophe machen. Junge, du kannst denen ein Stück Karamellbonbon geben, die ersticken daran. Du kannst denen in eine Pfütze rumspringen lassen, die ersticken an dem Wasser. Oder maulen sich und brechen sich ein Bein. Du kannst denen einfach ein Lolli geben, die rammen sich den in den Hals. Also Kinder können echt so viele machen. Ja, so viele Sachen machen, wollte ich sagen. Also, let's go. Ich bin schon bei 2,5 Minuten Aufnahme und das Video geht gerade mal 14 Sekunden. Vor allem Dummkopf, Holzkopf, sein Blick. Perfekt. Als Kind hat man eine riesige Welt mit unglaublich vielen Dingen und Gegenständen, dessen Ja, Eigenschaften und ist so. Nutzen man überhaupt nicht kennt vor sich. Auch Ja. werden einem viele neue Begriffe gegen den Kopf geworfen, ohne dass man deren Wort. Bedeutung irgendwie weiß. Dieser Und Blick. auch wenn man natürlich als neugieriges Kind sehr oft fragt, was bestimmte Dinge bedeuten und heißen, versucht man in einigen Ja. Fällen. Vor allem habe ich damals als Kind so richtig viele Thesen aufgestellt, sag ich mal. So auch richtig viele Rechnungen und so, die irgendwie für mich dann die ganze Zeit als falsch gegeltet haben. Weil ich dachte, Junge, ich war ein 7-jähriges Kind oder so, das kann doch nicht richtig sein, so irgendwas, was man in der 10., 11. Klasse in Mathe lernt. Und dann auf einmal lerne ich so vor einem Jahr oder so, dass das halt wirklich richtig ist. Zum Beispiel habe ich mir gedacht, wenn man 60 km/h fährt und eine Minute fährt und diese eine Minute wirklich durchschnittlich 60 km/h fährt, hat man genau 1 Kilometer zurückgelegt. Und ich dachte einfach, das wäre falsch. Ich dachte es die ganze Zeit und am Ende war es einfach richtig. Oder kennt ihr es auch noch so? Eine Sache sage ich noch, dann gucken wir uns auch mal wirklich das Video hier an. Wenn ihr euch irgendwelche Sachen merkt, so als kleines Kind schon, und das dann euer ganzes Leben, oder zumindest einige Jahre, so im Kopf habt, genau so, und ihr dann auf einmal was anderes erzählt bekommt und euer ganzes Leben einfach auf den Kopf gestellt ist, wirklich, es ist jedes Mal so. Zu kommen, was als Kind nicht so gut funktioniert und auch sehr dumme Dinge herauskommen können. Also habe ich Ja. mir einige meiner alten Gedanken aufgeschrieben, die ich euch jetzt erzählen werde. Zum Ja, mach Beispiel mal, dachte ich Holzi. früher, dass Gegenstände aus Metall einfach nur Steine sind, die an den Seiten Ja, sehr glatt ist in ihre so. Form geschnitten wurden. Also, wer das nicht als kleines Kind dachte, Junge, der hatte doch keine Kindheit. Die Jetzt mal Vermutung ernsthaft. entstand wahrscheinlich dadurch, dass ich nicht wusste, woher Metall kommen könnte und Steine sehr, sehr hart sind, wie Metall, und Stein Ist dazu auch so. noch grau ist. Und ich Ja. mir dann dachte, jupp, das ist Stein, nur ein glatt.
Einmal habe ich dann mit Pinsel und Farbtuben gemalt, wie es halt so ein Kind manchmal nur mal so tut. Bin ich ja das einzige Kind, das sowas nie gerne gemacht hat? Höchstens so Farben mischen, aber nicht damit malen. Und einen größeren Klecks Farbe stehen lassen, der einen Tag später ausgetrocknet ist, wie es halt... Das ist dann wahrscheinlich buntes Metall oder Knete oder sowas. So ein Klecks Farbe tut. Und dann dachte ich mir... Ja. Wenn man das dann auch in eine Form bringt, entsteht so dann also buntes Metall. Jawohl, ich bin so krass. Ich habe meinen Vater mal gefragt, wieso ich eigentlich... hier aussieht. Mit dieser Cap und den Zähnen. Linkshänder bin, weil ich Linkshänder bin und ich dieser Zeit auch realisiert hatte, dass es viele nicht sind und ich anders bin. Auf jeden Fall hatte er dann irgendwie als Joke geantwortet. Ich bin übrigens Rechtshänder. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr seid. Manche sind ja auch beidhändig. Das finde ich immer richtig krass. Ich habe es mal als kleines Kind versucht, beidhändig zu werden. Habe ich irgendwie ein paar Monate oder so versucht, alles mit der linken Hand zu machen. Hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe so viele Sachen einfach verkackt, war einfach richtig scheiße und am Ende hat sich nichts geändert. Dass es daran liege, dass ich öfter auf der linken Seite schlafe und surprise, What? Surprise, ich habe es geglaubt und einfach als Fakt wahrgenommen. Ja, und dann wahrscheinlich so 10 Jahre oder so als Fakt wahrgenommen, bis man es dann irgendwann in der Schule oder von anderen oder irgendwie so halt anders gelernt hat. Es klingt sogar ein bisschen plausibel, oder nicht? Ich bin mir plausibel. Nicht mehr sicher, wieso er das gesagt hat. Vielleicht habe ich ihn einfach falsch verstanden. Vielleicht hat er auch mich einfach falsch verstanden. Ich hätte mich dann aber auch gefragt, was passiert mit den Leuten, die auf dem Rücken schlafen? Die sind dann beidhändig. Mein Bruder hatte mir, bevor ich überhaupt in die Grundschule gegangen bin, Buchstaben und deren Aussprache beigebracht. Zumindest hat er es versucht. Denn er war nicht besonders, wie sagen wir es, schlau. Gut. Zum Beispiel hat er mir mal erklärt, dass CH aus der Laut vorkommt in den Worten Ich, Leicht, China, Chaos, Kfz-Mechatronika, war auf so faules Stück Scheiße, dass dieser Laut K ausgesprochen wird. Was zum Teufel? Mit einem gesprochenen K und H-Laut. Wie kommt er überhaupt darauf? Ich meine, sagt man eher Chamäleon oder sagt man eher Chamäleon? Genau das, was ich im Code so durchzeichnen würde, was war ich heutzutage noch. Oh, jetzt habe ich hier irgendwie Ton ausgemacht, warte kurz. So, perfekt, ist wieder an. Als ich das erste Mal, gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Als ich das erste Mal das Wort Erdgeschoss gehört habe, habe ich gedacht, es wird dort geschossen. Oh, das war ungefähr perfekt. So. Und ja, der Hausmeister ist gerade am Erdgeschoss und macht dann Aufgaben. Also wenn ihr ihn Fragen stellen wollt, könnt ihr das gerne machen. Blablabla. Was hat er gesagt? Okay, keine Ahnung, was genau ich mir da gedacht habe. Mir wurde früher bei Cartoon-Sendungen erzählt, wie jeder Frame einzeln gezeichnet wird und so. Was ich hier im Prinzip sogar auch fast mache. Nur, dass ich jetzt nicht so viele Frames zeichne wie dort. Talk, guck mal bei Holzi vorbei, mach wirklich gute Videos, auch ein paar, die wirklich ein paar Millionen Aufrufe haben. Paluten hat auch auf die einen oder anderen reagiert. Schreib jetzt aber nicht in die Kommentare, ich habe das von ihm gekopiert oder so. Ich kenne den Kanal schon länger, als dass ich die Videos von Paluten überhaupt kenne, geschweige denn die Videos, wo Paluten auf Holzi reagiert. Von daher, let's go, weiter. Weil ich auch kein Team aus erfahrenen Animatoren bin. Auf jeden Fall habe ich diese... Aber das Video hier habe ich noch nie gesehen. Information, die ja richtig ist. Nicht ganz richtig verstanden und mir gedacht, dass alles Digitale einzeln per Hand gezeichnet wird. Und jetzt bei Videospielen besonders bei... Und was ist mit so Websites und sowas? Wo dann so ein richtiger Text geschrieben wird? Junge, das müsste dann ja die saubersten Schreiber der Welt sein. Bei 3D-Spielen krass fand, wie viele einzelne Bilder sie für jede einzelne Möglichkeit so Mario Kart oder so. Was nicht unbedingt so ist. Nee. Ich hatte dann sogar versucht, manchmal Bilder hinzukriegen, die nicht gezeichnet wurden. Was nicht geklappt hat. Irgendwie sowas habe ich aber auch mal versucht. Also, jetzt halte mich nicht für dumm oder so, aber ich meine nicht auch nicht genau das, aber irgendwie sowas. Aber mir fällt es gerade nicht ein, was es war. Ich glaube, ich habe damals, als ich Pokémon Sonne gespielt habe, das war mein erstes Pokémon-Spiel damals, da war ich 7 oder 8 so höchstens. Da habe ich halt noch nichts richtig gecheckt, was sowas angeht. Tue ich aber heutzutage eigentlich immer noch nicht. Und da habe ich, glaube ich, versucht... mein eines Pokémon, mein Fuego, so hoch zu
Ja, vom Level her so hoch zu bekommen, wie es geht, bis das Spiel abstürzt. Und dann dachte ich, ich wäre der krasseste der Welt. Hab ernsthaft nachgeguckt, was der Weltrekord ist für ein Pokémon-Level. Hab da nichts gefunden, weil es logischerweise keinen Weltrekord gibt, weil es geht halt bis 100 Level. Und ich glaube, das hat fast jeder, der vernünftig Pokémon spielt, mal mindestens einmal geschafft. Und ich war stolz drauf, dass mein Fuegro Level 72 hatte. Und ich dachte, bei 50 wäre Schluss. Und noch eine richtig lustige Sache. Damals von Pokémon. Ich dachte einfach, das habe ich einfach als Fakt so wahrgenommen, dass die Feuer-Pokémon die besten sind und die Wasser-Pokémon die schlechtesten. Und ich dachte auch, dass die originale Pokémon-Serie die eine von Rot ist. Die kennt wahrscheinlich niemand von euch, aber durch diese vierfolgige Serie bin ich überhaupt zu Pokémon gekommen. Die habe ich damals irgendwie gesehen, einmal so an einem Vormittag durchgeguckt, weil die dauert halt wirklich 1,5 Stunden. Und ey Junge, auf einmal war ich im Pokémon-Fieber wie gefühlt die Macher von Pokémon. Wo wir hier auch gerade über digitalen Stuff reden, ich dachte, dass ein Touchscreen aus vielen kleinen Knöpfen besteht, die man Oh drückt. ja, das Bei dachte dem Hort, ich in dem ich tatsächlich war, auch mal gab es kurz, Angebote. aber halt nur so gefühlt so paar Wochen oder so und auf einmal habe ich gedacht, ja, aber da musst du ja die ganz vielen kleinen Knöpfe da genau drücken. Wie schaffst du denn das? Ja, und dann auf einmal haben alle über mich gelacht, weil ich eventuell schon 10 Jahre alt war. Und man das in dem Alter eigentlich weiß heutzutage. Vor allem, wenn manche da schon selber ein Handy haben. Ich hatte es nicht, aber ich habe es, glaube ich, mit 11 oder 12 bekommen. Gebäude eine Weiter. Feuertreppe an der Seite, also so eine Art Fluchttreppe, falls es irgendwie Oh ja, brennen sollte hatten oder wir auch. so. So ähnlich sah unsere Grundschule auch aus. Da die Feuertreppe, da das Gebäude, hier so die Fenster, hier in der Mitte so eine Doppeltür. Gut, hier ist eine einzelne Tür, aber bei uns eine Doppeltür mit so einer ganz kleinen Treppe. Die Junge, unsere ungefähr Schule so. sah fast genauso aus. Jetzt mal ernsthaft, Junge. Selbst die Farbe von der Schule passt. So Das eine war Art einfach auf meiner Schule. Fluchttreppe, falls es irgendwie brennen sollte Natürlich. oder so, die ungefähr so aussah. Und vielleicht habt ihr euch jetzt schon gedacht, was ich hier gedacht haben könnte. Nee. Und ja, ich dachte, aus einer Feuertreppe käme aus diesen Löchern da Feuer raus. Aus diesem Grund wollte ich auch immer Gott! selten in die Nähe Wie kann kommen man denn und so Kontakt mit dumm dieser Treppe sein? grundlegend vermeiden. Als ich ungefähr 5 oder 6 war, gab es mal einen Artikel in der Zeitung, in dem irgendein Promi oder bekannte Persönlichkeit ein Baby bekommen hat. Ja. Und ich als kleines Kind, das den Artikel sowieso noch nicht richtig lesen kann und auch nicht richtig versteht, denkt sich, Ja. cool, jedes neugeborene Kind kommt in die Zeitung. Ich hoffe, mein Zeitungsartikel sah gut aus. Stupid boy joined the game. Ja, aber sowas hätte auch von mir kommen können. Und zu guter Letzt auch noch mal etwas richtig Dummes, was ich früher gedacht hatte, dass ich irgendwann in meinem Leben glücklich sein werde. Okay, tschüss. Ja, perfekt. Leute, schaut wirklich auf jeden Fall bei Ein Holzkopf vorbei. Wirklich, lasst ein Abo da. Hat auch noch einen zweiten Teil gemacht. Und ja, damit sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und haut rein. Ciao.